Damit herzlich willkommen hier von der Leipziger Buchmesse live bei Mephisto 97.6. Mein Name ist Jannik Alva Kronsteiner. Ich führe heute durchs Programm hier auf der Bühne und auch im Radio. Ich darf das Mikrofon aber leider nicht lange behalten, denn neben mir sitzen schon die ersten Gäste. Sind auch schon relativ viele Leute hier. Es liegt vielleicht auch an unseren Gästen. Es sind nämlich mit die bekanntesten Gesichter der Hauptstadtpresse. Es liegt vielleicht daran, dass sie sich ziemlich oft streiten in der Öffentlichkeit. Das ist nur selten unangenehm, meistens eher unterhaltsam. So unterhaltsam, dass Phoenix auch öfter mal die Kamera draufhält. Herzlich willkommen, Jakob Augstein und Nikolaus Blome. Die Leipziger Buchmesse 2019 bei Mephisto 97.6. Interviews auf dem roten Sofa. So, hallo Herr Augstein, hallo Herr Blome. Schön, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Bevor wir über Ihr neues Buch reden, möchte ich erstmal ein bisschen mit Ihnen über Sie reden. Seit mittlerweile ja gut 10 Jahren kann man Sie bei Phoenix sehen, wie Sie sich da gegenseitig behaken. Gibt es eigentlich überhaupt einen Punkt, wo Sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen können? Es gibt ganz viele Punkte, wo wir einer Meinung sind, der Kollege Blome und ich. Und das sind dann aber die, über die wir uns nicht streiten. Und deshalb kriegen Sie das nicht mit. Weil die Diskussionen, die wir führen, die Streits, die wir führen, das ist ja keine Show. Wir machen das ja nicht irgendwie aus Witz und aus Spaß, sondern wir reden halt nur über die Dinge, wo wir nicht einer Meinung sind. Und es gibt eine ganze Menge von Fragen, wo wir einer Meinung sind. Also, aber nicht in den grundsätzlichen. Fällt mir gerade zwar keiner ein, aber... Ja, also wir machen das seit ungefähr 8 Jahren. Und tatsächlich ist, dass das Weltanschauliche und das ist das Ernstgemeinte an einer Veranstaltung bei Phoenix, wenn Sie so wollen, in diesen Sendungen, die natürlich auch ein Show-Element hat. Aber das Weltanschaulich Grundsätzliche ist wirklich unterschiedlich und das ist auch der Sinn der Übung. Und deshalb, glaube ich, macht das der Sender mit uns auch weiterhin, freundlicherweise, weil da was ausgetragen wird, was in vielen Ableitungen über viele Themen, über viele Aktualitäten im Laufe der Zeit immer wieder die großen Sichtweisen, unterschiedlichen Sichtweisen auf bestimmte Probleme oder Aktualitäten deutlich macht und sie streitig austauscht, um zu gucken, wer die besseren Argumente hat. Und das bin halt meistens ich. Bei Liebespaaren ist es ja auch oft so, dass sie sich die Frage stellen müssen, wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Jetzt möchte ich sie nicht unbedingt als Liebespaar bezeichnen. Sie sind eher ein altes Ehepaar, möchte ich manchmal behaupten. Augstein hat sich gehalten, finde ich. Er könnte mal so ein bisschen so eine Wellness-Farm. Aber in den besten Ehen hört die Liebe niemals auf. Also das. Aber wie haben Sie sich kennengelernt und wie kam es dazu, dass Sie auf die Idee kamen, sich verkuppelt. Auch so zu streiten? Wir wurden verkuppelt und wenn es den Kuppeleiparagrafen noch gegeben hätte, hätte sich der Kollege strafbar gemacht. Das war einfach, dass Phoenix, glaube ich, so ein Format machen wollte. Ja, nun, Phoenix sendet ja ganz viele Talk-Formate, neben der ganzen Aktualität, die sie abdecken, 24 Stunden auf 7 Tage. Und ich glaube, in einem waren wir aus Versehen mal gemeinsam, in so einer Runde, wo man diskutierte. Und da hatten die Kollegen das Gefühl, es wäre vielleicht eine Idee, mal zu probieren, ob die beiden das alleine auch tragen, 15 Minuten ungefähr, die wir halt machen, einmal pro Woche. Und haben uns eingeladen, so einen Piloten zu machen. Aber jetzt mal ganz kurz mal Spaß beiseite. Wenn Sie sich angucken, wie im Internet heute Diskussionen geführt werden, wie hasserfüllt das ist, dass die Leute... Die sind dann ja nicht nur unterschiedlicher Meinung, sondern die werden praktisch zu Feinden. Und derjenige, der eine andere Position hat, das ist nicht nur einer, der halt eine andere Position hat, sondern das ist praktisch ein Gegner oder im Prinzip einer, der ein Verbrecher, eigentlich ein böser Mensch, sozusagen die Verkörperung des Schlimmen. Das wird ja vollkommen irre. Die Leute drehen ja komplett durch. Und diese Form von Zuspitzung, von Hasserzeugung und so ist genau das Gegenteil von einem konstruktiven Streit. Man muss den Streit führen, man muss hart sein in der Auseinandersetzung, in der Sache. Man kann dabei auch lustig sein und so, aber immer fest im Standpunkt. Aber es darf nicht zum Hass werden. Und das ist echt ein ganz krankes Phänomen. Ich weiß nicht, ob das technologisch bedingt ist oder kulturell, aber jedenfalls beobachten wir das. Und ehrlich gesagt, ein bisschen arbeiten wir mit unserer Arbeit dagegen auch an. Ein Beispiel, glaube ich, gestern in der Sendung, die wir gemacht haben von hier aus für Phoenix, haben wir uns unter anderem über Greta Thunberg unterhalten, auch über die Klimaschutz-Euphorie, die es gerade gibt, die ich, sage ich ehrlich, skeptisch sehe. Ich sehe auch Greta Thunberg sehr skeptisch, beziehungsweise den... Weil er findet, man soll die Politik lieber den Profis überlassen, so Leuten wie Christian Lindner, die den Karren dahin gefahren haben, wo die jungen Leute den jetzt versuchen, wieder Man überlässt ja auch das Radio machen, den Profis, und wir sagen jetzt nicht, oh Greta, mach uns auch das Radio bitte, das kannst du bestimmt auch noch, wenn du schon Klimaschutz kannst.
Und das dpa, also die vornehmste aller deutschen Presseagenturen, eine Eilmeldung daraus macht, und die Journalisten unter uns werden wissen, was das bedeutet, das gibt es bei Atomkrieg aufwärts, kommen Eilmeldungen, eine Eilmeldung daraus macht, dass Greta Thunberg den deutschen Kohlekompromiss für nicht so okay hält, finde ich grotesk. Aber wenn ich das im Netz mache, oder jetzt wahrscheinlich ist es schon abgegangen im Netz, dann werde ich in einer Form beschimpft von jenen, die Greta Thunberg heilsgleich verehren, und das respektiere ich, aber dennoch, da werde ich in einer Form beschimpft, die jenseits von Gut und Böse ist, die den Coman längst verlassen hat. Er kommt hat damit auch nicht so gut klar, weil er ist auch zart beseitet und das ist, er ja, kann das auch nicht so gut ab, wenn man ihn hart anfasst. Von mir ist er das gewöhnt, aber natürlich hat sie von fremden einmal im Leuten. Ernst noch mit Augstein, und das aber streitig auseinanderzusetzen, ist ja wichtig, weil es ja wirklich Fragen zum Klimaschutz gibt, die diese Bewegung artikuliert, und gleichzeitig Skepsis geben darf, ob das jetzt auch wirklich richtig ist, was da vorgeschlagen wird in Form von meinetwegen Ökodiktatur in Anführungsstrichen. Und das haben wir ausgetragen, wie ich finde, in einem ordentlichen Chor. Ich glaube, der Kollege würde gerne eine Frage stellen. Wieso? Weil er so den Eindruck macht und Sie die ganze Zeit reden. Ach, das ist der Moderator, sagten Sie. Aber ich bin da ganz froh, dass Sie sich da noch einigermaßen vertragen und dass Sie diesen Diskurs doch auch, wie ich finde, auch recht konstruktiv und kreativ auch führen. Denn jetzt wollen wir auch nochmal über Ihr neues Buch reden. Vor 2,5 Jahren noch versuchten Jakob Augstein und Nicolas Blome, die deutsche Politiklandschaft mit ihrem ersten gemeinsamen Buch Links oder Rechts zu vermessen. Nun machen sich Augstein und Blome mit ihrem neuen Debattenbuch Oben und Unten auf die Suche, was Deutschland im Inneren zusammenhält. Und was es spaltet. Doch aus Wer hat was wird immer öfter Wer gehört dazu. Und damit ist für die beiden Politikjournalisten und chronischen Streithähne klar, der bewährte Kompass aus links und rechts muss neu kalibriert werden. Links, rechts muss neu kalibriert werden. Gehört diese Ordnung vielleicht sogar der Vergangenheit an? Oder ist jetzt das Oben und Unten das neue Rechts und Links? Also ich glaube, rechts oder links hat sich ein ganzes Stück weit überholt. An bestimmten Punkten können Sie die Linkspartei nicht mehr von der AfD unterscheiden und umgekehrt. Entschuldigung, ich weiß, man soll nicht unterbrechen, aber wenn Sachen gesagt werden, die komplett Banane sind, dann muss ich wenigstens, also, aber machen Sie ruhig weiter. Also ich glaube, dieses Raster hat eine ganze Menge von, wie soll man sagen, seiner Kraft zur Erklärung von bestimmten Vorgängen und von bestimmten Trends und Veränderungen verloren. Und was sich neu aufbaut, ist oben und unten. Das kennen wir, das kennt Jakob Augstein natürlich von reich bis arm. Aber das ist eben längst nicht mehr nur reich bis arm. Es gibt Leute in Ostdeutschland, die fühlen sich ganz unabhängig, wie viel Geld sie verdienen, in Anführungsstrichen unten, einfach weil sie das Gefühl haben, der Westen ist immer oben und sagt immer, was da unten im Osten so geschehen hat. Da sind ganz viele Leute dabei, die ökonomisch nicht unten sind, die aber das Gefühl haben, mein Umfeld, meine Heimat, mein kulturelles Umfeld verändert sich in der Geschwindigkeit, die mir nicht gefällt, über die ich keine Kontrolle habe, durch Zuwanderung und Migration. Und die da oben machen mit mir und meinem Leben, was sie wollen. Und da entwickeln sich neue Raster von oben und unten, die sich addieren, kulturell addieren zu den sozialen. Und das ist, glaube ich, die neue Liste, nach der man arbeiten muss. Da vermute ich mal, Akshan, Sie sind da ganz anderer Meinung. Nein, ich würde das nur gerne präzisieren. Wir haben ja hier gestern das Buch vorgestellt hier im Museum in Leipzig und haben in der Diskussion nachher mit den Leuten, habe ich irgendwie noch viel, viel besser verstanden als vorher, warum wir das Buch machen. Das war irgendwie, fand ich ganz interessant. Also mir wurde dann plötzlich klar, dieses Oben und Unten teilt sich, das sind die Leute, die Angst haben und die Leute, die keine Angst haben. Und das hat oft nichts mit sozialer Stellung zu tun oder mit Bildung oder so, sondern es gibt Leute, die fürchten sich, die haben Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, die haben vielleicht sogar auch Angst vor Einwanderern und vor zu viel Veränderung in ihrem Lebensumfeld. Und es gibt Leute, die haben keine Angst, weil sie entweder gut klarkommen damit, wenn sich alles um sie herum ändert, oder dass sie eben sozial so abgesichert sind, dass sie sich nicht fürchten müssen. Und deshalb kommt sozusagen zu dieser Links-Rechts-Verteilung, die ja eigentlich eine Verteilung ist zwischen mächtig und ohnmächtig oder vermögend und nicht so vermögend, kommt jetzt eine neue dazu. Und das ist eher eine emotionale Fass. Es ist eher sozusagen so eine psychologische, nämlich wie ist es mit der Angst? Und wie ist es mit der Zuversicht? Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft eine ist, in der die Angst zunimmt. Aber das klingt jetzt schon so, als wenn Sie das Buch geschrieben hätten und gar nicht gewusst haben, warum Sie es eigentlich schreiben. Doch, wir wussten das natürlich schon. Aber es ist oft so, dass wenn man nachdenkt über Dinge und dann redet, vor allen Dingen, deshalb finde ich ja, also wenn man so ein Buch macht, ja, oder auch was wir jetzt hier machen, also
reden mit Leuten und die einem dann irgendwas erzählen, das sozusagen zurückzuspiegeln. Dann wird, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das bei sich auch irgendwie, dass dann Dinge manchmal klarer werden, so im Gespräch. Und irgendwie war gestern für mich komischerweise, hatte ich irgendwie so eine Art Aha-Erlebnis, weil ich plötzlich besser verstanden habe, das lag aber auch an den Reaktionen aus dem Publikum, dass die Angst ist, glaube ich, das zentrale Thema. Ich glaube, es ist nicht nur Angst. Und ich weigere mich auch all denen Angst zu unterstellen, die sagen, das mit der Zuwanderung, mit der Migration geht mir eine Runde zu schnell. Ich möchte das nicht so weit kulturell verändert sehen, wie das andere Gruppen in der Bevölkerung vielleicht verändert sehen wollen. Und dann muss man nachher es über Wahlen austragen. Das ist nicht nur Angst, Augstein, das ist auch Selbstbewusstsein, das ist Selbstbehauptung. Und das ist das Gegenteil von Angst. Aber darüber streiten wir ja. Und noch ein Beispiel für oben und unten. Es gibt nicht nur in Berlin, vielleicht auch in Leipzig, so ein Typus Mittelklasse Habitus-Elite. Das sind nicht Menschen, die jetzt Millionen auf dem Konto haben, also klassisch oben wohnen, nach dem alten Raster, sondern die aber die Moral in einer Form gepachtet zu haben, glauben, dass sie auf den Rest der Bevölkerung, die nach diesen Maßstäben nicht leben möchte oder nicht leben kann, herabschauen. Das heißt, da entsteht ein neues Unten von Leuten, die RTL schauen, Hamburger essen, einen Diesel fahren und so mittel viel Geld haben. Auf die wird herabgeschaut von Leuten, die sagen, mein Kind muss im zweiten Jahr Chinesisch lernen, ich habe nur Holzspielzeug und im Übrigen fahren wir Fahrrad, weil wir in der Stadt wohnen, die einen tollen ÖPNV hat. Aber Ihr Buch trägt ja auch den Untertitel Abstieg, Armut, Ausländer, was Deutschland spaltet. Schütten Sie damit nicht auch in gewisser Hinsicht noch ein bisschen Öl mit ins Feuer und tragen eigentlich, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder das Buch liest. Naja. Pass auf, ganz kurz, kann ich was also, sagen? Also für das Öl ins Feuer bin eigentlich strukturell ich zuständig, weil ich ja für diese Zeitung mit den großen Buchstaben arbeite, die Bild-Zeitung, die auch hier in Leipzig sich ganz gut verkauft. Und ich finde, nein, explizit nein. Wenn wir die Sachen nicht ansprechen, nicht austragen und dann aber bitte in zivilisierter Form, dann werden sie ja nicht besser, nur weil man sie verschwiegen hat. Ich glaube, sie gären weiter. Ich habe das Gefühl, dass manches, worüber wir heute streiten, in aufgeregter Form ruhiger zu verhandeln gewesen wäre, wenn wir es früher getan hätten, auch als Medien. Und ganz kurz, also in meinem, in Anführungsstrichen, Lager, sozusagen eher auf der Linken, ist es in der Tat, was Sie da sagen, ein Thema, dass Leute sagen, Moment mal, ihr macht einen Untertitel für ein Buch, und das könnte jetzt ja so aussehen, als seist du, Augstein, auch der Meinung, dass tatsächlich die Ausländer das Land spalten. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube nicht, dass die Ausländer das Land spalten. Ich glaube, dass die Leute das Land spalten, die Probleme haben mit den Ausländern. Aber so zu tun, als sei Migration kein Thema und so zu tun, als sei Migration nur das Problem derjenigen, die damit nicht zurechtkommen, das ist natürlich auch echt. Da macht man es sich auch echt zu einfach. Da muss man, glaube ich, aufpassen. Und vor allen Dingen nützt es ja auch nichts. Auch die Leute, die sozusagen Probleme haben mit dieser gesellschaftlichen Veränderung, mit der Globalisierung, mit der Migration, die musst du sowieso auf die eine oder andere Weise mitnehmen, weil du kannst ja nicht alle in den Zug setzen und sagen, müsst ihr halt irgendwie woanders hingehen. Das geht ja nicht. Das heißt, das Problem ist ja real. Und es wird nicht besser dadurch, dass man sich hinsetzt und sagt, ich bin moralisch auf dem richtigen Punkt und ich muss mit euch gar nicht mehr diskutieren. Ihr seid alles Nazis und ihr seid alle doof. Das ist eine Haltung, die kenne ich von den Linken und die kenne ich auch in meinem eigenen Umfeld. Und da bin ich, Entschuldigung, echt dezidiert anderer Meinung. Das ist so ein bisschen auch der Erfolg meines langjährigen Erziehungsprozesses. Nein. Dass ja jetzt der nein, Kollege Augstein auch ein Wort wie Zuwanderung, Problem, nein. Thema in nein, nein, einem nein. Satz machen nein, kann, stopp. Ohne. Das ist nicht, das hat mit, Entschuldigung, das ist, weil ich Journalist bin und kein Ideologe. Ich bin auch kein Pastor, ich bin kein Parteipolitiker, sondern ich bin Journalist und deshalb auch einfach interessiert daran, wie die Sachen laufen. Und auch nochmal zu der Veränderung in unserer Diskurskultur. Wenn Sie als Journalist in der Öffentlichkeit, ich habe demnächst hier in Erfurt setze ich mich zusammen zu einer öffentlichen Diskussion mit einem Vertreter der neuen Rechten, ja? Der heißt irgendwie Weißmann und das ist ein richtig rechter Typ. So ganz, so, ich sage, ein schlimmer Mann im Prinzip. Aber ein Intellektueller, das ist kein Politiker. Das gibt schon im Vorfeld total Stress, weil die Leute sagen, oh, du darfst dich da mit dem nicht hinsetzen, dann adelst du den oder keine Ahnung oder erhebst. Dann kann man sagen, aber die Freunde, die haben bereits 20%. Die kriegen 20% bei den Wahlen. Aber dafür ist es jetzt zu spät, so zu tun, als könne man sie einfach wegignorieren. Also das ist nicht meine Haltung als Journalist. Aber ist Ihre Perspektive bei diesem Buch da vielleicht nicht, vielleicht auch die falsche, weil Sie beide
ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber Sie schreiben ja doch, ich sag mal, aus dem Elfenbeinturm Berlin-Mitte heraus ein solches Diskussionsbuch. Wäre es da nicht vielleicht auch besser, wenn jemand anderes auch dieses Thema mit aufgreift? Na gut, ein Teil der Gespräche sind mit Dritten. Da muss man erst mal sagen, dass es überhaupt Gespräche gibt in dem Buch. Das wissen ja die Leute so gar nicht. Gut, fangen wir von vorne an. Sie haben recht, es ist also ein Streitgesprächbuch, das Themen, die wir auch in den Sendungen hatten, zum Teil vertieft, verlängert, verbreitert und einfach groß weltanschaulich durch den Wolf dreht. Aber es sind eben auch 6-7 Gespräche mit dritten Personen, die ein bisschen stellvertretend uns in ihre Sphären führen, von oben bis unten. Das ist der reiche, in Anführungsstrichen, Unternehmer, Mittelständler, der erklärt, warum er seine Kinder inzwischen auf eine Privatschule schickt, obwohl er als Kind, Kind auch sehr reicher Eltern naturgemäß, noch auf eine normale Schule, auf eine staatliche Schule gegangen ist. Das ist aber auch ein Gespräch mit einer Pflegerin, die nach klassischen, wenn Sie so wollen, nach ihrem Herkommen, nach ihrem Lebenslauf echt unten war und jetzt glaubt aber in der Mitte oder gar oben angekommen zu sein, weil sie ein normales Auskommen gefunden hat, also die einen ganz anderen Blick auf oben und unten nimmt als zum Beispiel der ziemlich reiche Unternehmer. Etc., etc., jemand eine... Wir haben geredet mit dem Chef der Dresdner Tafel, der einfach sozusagen aus seiner alltäglichen Erfahrung sagt, wie das funktioniert. Das war für mich ein ganz spannendes Gespräch, weil der Kollege Blome immer versucht hat, den Mann reinzudrehen, so, naja, aber wenn dann die Ausländer kommen, dann ist das schon schwierig für Sie, oder? Und Sie haben bestimmt viele Probleme mit den Ausländern und ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit den Ausländern echt nicht so einfach ist und so. Und er immer so, nö, eigentlich nicht, nö, wir haben jetzt gar nicht so viele Probleme, es passt so. Und das war irgendwie ganz lustig und also auch schön, ehrlich gesagt, weil man da gemerkt hat, dass in der Tat, da ist natürlich Ihr Hinweis auf den Berliner Elfenbeinturm auch richtig, da wird auch viel, viel Blase gemacht und viel heiße Luft aufgepustet. Und wenn dann man mit den Leuten redet, dann haben die zwar schon Probleme und die wollen auch, dass die gelöst werden, aber in Wahrheit kommen viele Leute auch klar mit den Sachen und lösen sie auch selber und brauchen nicht irgendwie die Medien und brauchen auch nicht die Politik, um ihnen da zu helfen. Insofern ist so der sogenannte Reality-Check schon sehr hilfreich. Ja. Nun haben Sie ja auch mit diesen wie Sie sagten, auch mit den Dritten gesprochen. Waren das nur einfache Gespräche oder Diskussionsgespräche? Haben Sie die nur einfach mal getroffen oder haben Sie diese Menschen auch Teil oder in Teilen ihres Alltags mit begleiten können? Nein, die haben uns aus ihrem Alltag berichtet. Und das war aber in einer Form authentisch. Ja, wir sind da halt hingefahren, nicht? Also wir waren halt da. Also ja gut, es war nicht am Telefon. Natürlich waren wir da und haben uns... Aber wir haben jetzt nicht reportageartig diese Menschen durch ihren Tag oder durch ihre Tage begleitet, sondern wir wollten mit ihnen aus der quasi in die Praxis rückkoppeln, so wie Kollege Augstein sagt, meinetwegen bei dem Mensch an der Tafel, bei dem Leiter der Tafel in Dresden, in die Praxis rückkoppeln, was heißt es, wenn unten ökonomisch Menschen dazukommen aus fremden Ländern, aus fremden Kulturen, die dann, wie es ja vielfach heißt, in Wettbewerb treten, um das Wenige, was es unten zu verteilen gäbe. In diesem Fall in Dresden hat man es pragmatisch gelöst, man hat aber trotzdem eine Schlange aufgemacht, einen Tag nur für Deutsche. Man musste also reagieren auf diesen gewissen, wie soll man sagen, Zustrom. Dann müssen Sie aber auch sagen, warum. Dann müssen Sie jetzt auch sagen, was das große, große, große Problem, interkulturelle Problem an dieser Tafel war. Das interkulturelle... Daran merken Sie das, schon, es war gar kein Problem, aber erzähl mal. Es war ein Problem, dass am Ende des Tages standen immer die Zuwanderer, Flüchtlinge vorne in der Schlange und die älteren, in Anführungszeichen, das heißt nicht in Anführungszeichen, die älteren einheimischen Tafel... Geher hinten in der Schlange. Warum? Der Bus fuhr in die Nähe der Ausgabestelle. Die Zuwanderer, Flüchtlingsfamilien kamen mit kleineren Kindern. Die liefen vor und stellten sich schon mal vorne in der Schlange an. Und die älteren Einheimischen kamen ein bisschen langsamer vom Bus zur Tafel, standen also plötzlich hinten in der Schlange. Und das machte natürlich Unmut. Total banaler Grund, sehr pragmatisch zu lösen. Und trotzdem so eine Reibefläche zwischen Fremdheit, Zuwanderung, ja, aber das und den ist aber schön. Ich finde das Beispiel deshalb so toll, weil das ist ein echtes Problem. Also ich mache das jetzt nicht klein. Das ist blöd, das ist ein echtes Problem. Aber das ist ein Organisationsproblem. Das kann man pragmatisch lösen. Sie könnten daraus aber auch ein populistisches Hetzthema machen. Wenn Sie jetzt AfD-mäßig oder, Entschuldigung, Bild-Zeitungsmäßig da drauf wären, könnten Sie auch sagen, in Dresden, Deutsche werden verdrängt von Ausländern. Ausländer zuerst, müssen wir jetzt warten. Hinter so. Nein, es sind halt Kinder, die laufen vor. Und wenn das Problem erkannt wird, dann sagt der Typ, okay, wir können jetzt den Kindern nicht im Bein stellen oder so oder sie festhalten, weil das sind halt Kinder. Also organisieren wir es um. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen der Realität und dann dem, was sie medial oder politisch daraus machen können.
Sie könnten aber auch fragen, warum werden Kinder von ihren Eltern mit an die Tafel genommen? Sie könnten fragen, was es kulturell aussagt, dass jemand seine Kinder mit an die Tafel nimmt. Muss das sein? Warum sind die nicht in der Schule? Was sollen die denn sonst machen? Meinen Sie, weil die kein Au-pair-Mädchen haben? Oder nein, was verstehe ich jetzt nicht? Weil sie in die Schule gehen könnten? Vielleicht sind die doch gar nicht in dem Alter, dass sie in die Schule gehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die können wir gar nicht mehr beantworten an dieser Stelle. Aber was wir vielleicht noch beantworten könnten, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, seit 8 Jahren diskutieren Sie jetzt bei Phoenix. Haben Sie in dieser Zeit in Deutschland festgestellt, dass sich die Streitkultur verändert hat, dass sie jetzt anders ist als noch damals? Ich finde, mit normalen Menschen kann man genauso normal reden wie vor 10, 8 oder ich weiß nicht wie viele Jahren. Da haben sich vielleicht die Meinungen geändert, aber nicht die Art zu diskutieren zum Glück. Sind die meisten Menschen in diesem Land normal. Aber es hat sich etwas aufgebaut über die Jahre von großer, auch zum Teil großkoalitionärer politischer Ruhe und ganz breitem, langsamen Fluss. Und alles lief so ganz ordentlich. Unten drunter, unter der Decke, an Unmut, Verunsicherung, Wut, die sich in, wie ich finde, skandalöser, manchmal wirklich unfassbarer Form im Netz Bahn bricht. Und sich aber jetzt langsam aber sicher auch in den öffentlichen Diskurs überträgt. Der ist in den letzten 12, 24 Monaten aufgerauter geworden, obwohl die Lage, kann man ja nicht sagen, nicht entscheidend ökonomisch zum Beispiel schlechter geworden ist. Ich möchte nicht wissen, wie wir über Verteilung von Geld, öffentlichem Geld zwischen Rente, Verteidigung, Flüchtlingskosten etc. reden, wenn dieses Geld ein bisschen knapp wird, was es jetzt gerade zu werden droht. Und eine letzte Frage hätte ich noch an Sie beide. Haben Sie vielleicht für mich selbst auch einen kleinen praktischen Tipp, wie ich so streiten lernen kann, ohne dass ich dem anderen an die Gurgel gehen möchte? Training, das ist was Sie üben können. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst, weil wir haben ja auch damit erst angefangen. Das ist tatsächlich, man muss lernen, also erstmal darf man nicht zu weit weg sein von dem anderen, weil dann kann man sich nicht mehr hören. Man darf aber nicht zu sehr dran sein, dann gibt es nichts zu streiten. Das heißt, der Abstand muss irgendwie stimmen. Das ist schon mal eine echte, wichtige Voraussetzung. Und dann müssen Sie irgendwie lernen, das ist im Grunde wie so beim, keine Ahnung, der Gegner darf nie so zu Boden gehen, dass er nicht mehr aufsteht. Und wenn Sie eine einkassiert haben, dann müssen Sie auch wissen, dass er nicht nochmal so nachtritt, dass Sie nicht mehr aufstehen, weil es immer noch eine Wiederholung gibt. Es gibt morgen und es gibt übermorgen. Das heißt, ich glaube, das ist das Entscheidende. Das heißt, Übung und Vertrauen. Wenn Sie eben nicht an die Goal gehen wollen, lassen Sie am besten die Hände in den Taschen. Und das meine ich ganz ernst, ein Stück Gelassenheit und vielleicht so der Restgedanke, was wäre eigentlich, wenn der andere Kollege dann doch ab und zu auch mal recht hätte oder könnte es sein, dass er einen Punkt hat. Diese Gedanken einfach nur zuzulassen, heißt ja nicht, Jakob Augstein recht zu geben, aber heißt immerhin, den schönen Gedanken zu haben, eines Tages in ferner Zukunft könnte er mal recht gehabt haben. Ist das nicht ein schönes, versöhnliches Schlusswort? Das ist mir fast zu versöhnlich, aber für heute lassen wir es damit mal bewenden. Aber die Zukunft, ist ja, von der ich spreche, ist sehr weit entfernt. Bis dahin habe ich recht. Schon okay. Herr Blome, Herr Augstein, vielen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem roten Sofa waren.